Wir widmen uns nun der Frage, wie das deutsche Wahlsystem funktioniert. Und da lohnt ein Blick zurück in die Geschichte. Wenn wir ins Kaiserreich schauen, ist interessant zu sehen, dass nur Männer wählen durften. Und zwar ab einem Wahlalter von 25 Jahren. In der Weimarer Republik war es dann erstmalig so, dass auch Frauen wählen durften. Aktives Wahlrecht besaßen sie ab einem Alter von 21 Jahren. Das heißt, sie konnten wählen, konnten aber erst ab einem Wahlalter von 25 Jahren, das nennt sich passives Wahlrecht, gewählt werden. In der Bundesrepublik war das Alter zum aktiven Wählen zunächst 21 Jahre, wurde 1970 geändert. Ab jetzt, ab diesem Zeitpunkt waren es 18 Jahre als aktives und passives Wahlalter. Wir sprechen also in der Bundesrepublik von einem allgemeinen Wahlrecht für Männer und Frauen, das in geheimer Wahl abgehalten wird. Das Bundeswahlgesetz legt fest, dass es eine personalisierte Verhältniswahl gibt. Das bedeutet, dass man eine Erststimme und eine Zweitstimme besitzt, wenn man zur Bundestagswahl geht. Und Parteien weisen häufig darauf hin, dass die Zweitstimme wichtiger ist, weil sie eben die Größe der Partei im Bundestag festlegt. Mit der Erststimme wählt man einen Direktkandidaten in einem Einerwahlkreis, sodass auch die Möglichkeit besteht, dass mehr Wahlkreise durch eine Partei gewonnen werden, als man durch die Zweitstimme bekommt. Das führt dazu, dass eine Partei sogenannte Überhangmandate, also mehr Mandate gewinnen kann, als ihr eigentlich durch die Zweitstimme zusteht. Hinzu kommen seit 2013 sogenannte Ausgleichsmandate. Das bedeutet, wenn eine Partei Überhangmandate gewinnt, wird es durch Ausgleichsmandate für alle Parteien ausgeglichen. Die Sitze der Bundesländer, die sogenannten Landeslisten im Bundestag, richten sich nach der Bevölkerungsgröße. Direktmandate, wie gesagt, in einer Wahlkreisen. Es gibt auch sehr viele Länder auf diesem Planeten, wo es mehrere Wahlkreise gibt, zum Beispiel in Japan. Durch die 5%-Klausel, die eingeführt wurde mit dem Grundgesetz, im Unterschied zur Weimarer Verfassung vermeidet man die Zersplitterung des Bundestags. Das heißt, winzig kleine, marginale Parteien können nicht mehr in den Bundestag einziehen. Es gibt einen Zwang zur Koalitionsbildung. Es ist selten so, dass eine Partei alleine die Regierung stellen kann. Es ist fast undenkbar in der Bundesrepublik, dass eine Partei 2/3 der Bevölkerungsstimmen für sich gewinnt, wie zum Beispiel in Ungarn. Der dortige Regierungschef Viktor Orban hat eine 2/3-Mehrheit und kann deswegen auch Verfassungsänderungen mit seiner Partei in Gang setzen. Was zunehmend problematisch wird, ist die sogenannte Repräsentationslücke. Dabei geht es darum, dass wir die 5%-Klausel haben und wir haben einen hohen Anteil von Nichtwählern in der Bundesrepublik. Deswegen ist es so, dass ein großer Anteil der bundesrepublikanischen Bevölkerung im Bundestag gar nicht vertreten wird.